Ja, ein wunderbares Hallo an alle Xbox-User, die zuschauen. Ich spiele Alex Kidd in Miracle World DX für Xbox Series X, aber ich weiß nicht, ob irgendjemand das Spiel im Original kennt. Ich bin ja jetzt mittlerweile schon über 30 und das erste Mal, als ich Alex gespielt habe, das war auf dem Sega Master System 2 noch. Und ich glaube, auf dem Sega Master System 2 war es nicht zum ersten Mal. Es gab das Spiel schon vorher. Und das, wo ich es kennengelernt habe, war für Sega Master System 2. Also das ist eine uralte Konsole mit so richtig Steckkassetten noch und einem grausigen Controller, der wirklich komplett 2D ist, so ein bisschen an den Super Nintendo Controller erinnert. Einfach so ein Rechteck mit Buttons flach drauf, also sowas von nicht ergonomisch. Und also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Alex Kidd standardmäßig auf dieser Konsole installiert war. Und das war ein absolutes Highlight. Und ich habe die Konsole gebraucht gekauft auf einem Flohmarkt und da gab es keine Beschreibung dazu oder sonst was. Ich habe das Ding angeschlossen, habe einfach Kassetten eingelegt, also Spiele eingelegt und oder eingesteckt, muss man sagen, und damit dann erstmal gezockt. Bis ich dann zum ersten Mal aus Versehen die Konsole angemacht habe, ohne dass ein Spiel drin war. Und ich wollte einfach mal gucken, ich glaube, es war nicht mal aus Versehen, ich wollte einfach gucken, was passiert denn eigentlich, wenn man diese Konsole anmacht, ohne ein Spiel drin. Und siehe da, ein Spiel startet. Und zwar Alex the Kid. Und das war unglaublich. Also diese Integrierung in die Konsole, das war einzigartig. Das hatten fast keine Konsolen. Also die Konsolen hatten keine Spiele. Das war einfach, man musste welche kaufen und die einlegen. Und das war einfach so drauf. Und es war ein gutes Spiel. Es war ein 2D-Jump'n'Run. Und jetzt gibt es hier die neue Version. Und jetzt gelabert und jetzt starte ich mal drauf los. Ja, das alte Spiel ging halt sofort los, bumm, wie die alten Arcade-Games eben so starten, ohne große Story, sondern man wird einfach sofort reingeworfen. Ja, so ein bisschen eben wie Sonic und ich glaube, optisch erinnert es auch sehr, sehr stark an Sonic. Aber es war halt deutlich langsamer, auch wenn es so einige Passagen mit Autos gab. Es war trotzdem bockschwer. Also ich kann mich erinnern, dass ich echt nicht weit kam. Vielleicht so ein, zwei Level und die alten Arcade-Games, also diese alten Jump-Runs, waren echt brutal. Und es gab ja keine Speicherfunktion, das war ja auch so eine Sache. Das heißt, man musste jedes Mal wieder von vorne anfangen. Bei Null. Oh ja, das sieht richtig oldschool aus. Das sieht richtig, aber das ich gespielt habe, startet er sofort, glaube ich, in der Stadt, wenn ich mich nicht irre. Normalerweise hat man auch alle Fähigkeiten von Anfang an. Oh, ich habe RT gedrückt. Oh ja. Ach du heilige Scheiße, genau das ist die Grafik. Und der Soundtrack. Ach du lieber Scholli. Oh, okay, es ist aber schon, sehr weich gezeichnet, ne? Es sieht schon ein bisschen angenehmer aus, würde ich mal behaupten. Aber das ist echt die Originalgrafik mit drin, in diesem RT. Oh, alles cool. Also ich meine, das ist bei Remasters halt richtig geil. Oh, es ist abgefahren. Oh, es ist abgefahren. Die Sounds und... Oh, das ist der Hammer. Und so... Das ist schon was ganz anderes. Ach. Ja, ist schwierig, ne? Jetzt... Oh! Okay. Einmal berühren und man ist tot. Ja. Das ist das, was ich meine. Bockschwere Games einfach. Das war echt... Ach, Mann. Also ich fürchte ganz... werde ich nie im Leben zu Ende spielen. Das ist einfach zu schwer. Okay, da kriegt man nichts für. Und nur was für. Also hier ist ja schon taktisch was gefragt. Oh man, ich dachte, das wäre ein Freund oder so. Jetzt habe ich noch ein Leben. Also ich hoffe, wir haben ein Speichersystem aufgebaut. Komm, gucken wir uns das mal so an. Okay, das ist ein Leben. Okay. Das ist schon sehr strange.
Die haben also das schon gute Arbeit geleistet, was das Remaster angeht. Sieht schon sehr gut aus und es fühlt sich auch gut an. So gameplay-mäßig die Steuerung passt rein, aber es bleibt schwer, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie. Jetzt bin ich tot oder was? Nein, ich habe null Leben noch. Gib mal einen Ring, mal einen. Ich habe noch ein Leben, ich hatte ja vorhin eins aufgenommen, genau. Es ist auch rutschig, also wenn man nach rechts dreht, genau, ich höre auf. Das ist auch was, wo man sich dann gewöhnen muss. Also gibt es so einen Slide-Effekt. Das heißt, wenn man so ein bisschen nach vorne geht, dann rutscht man einfach weiter. Das heißt, deswegen bin ich vorhin über die Kante gerutscht. Ja, so ein bisschen geht er weiter, er bleibt nicht instant stehen. Ja, das sind diese alten 2D-Jump-Runs, ey, das ist schon krass. Okay, also in der Mitte bin ich tot, nehme ich an. Wie sieht das aus? So? Ja. Und wie komme ich da unten ran? Komme ich ja gar nicht ran. Jeden Knopf, aber da kommt man ja gar nicht ran. Da kann man da ran. Nee. So, also rutschen kann man nicht. Naja, ist auch wurscht. Also eigentlich bin ich hier so viel zu perfektionistisch, muss ich sagen. Es ist eigentlich sowas von wurscht, das Geld. Ich wäre einfach mal froh, wenn ich einmal im Leben das Spiel mal ein bisschen zu Ende spielen könnte. Vielleicht sterben. Game over. Ja, und Retry ist von vorne oder was? Ach du heilige Scheiße. Ich fürchte, das werde ich nie im Leben zu Ende spielen. Nie im Leben. Ey. Okay. Mich doch alle mal. Wie schwer das ist, so einen fliegenden Drachen zu erwischen mit der blöden Faust. Ich habe den vorhin erwischt. Und dann, ist er trotzdem gestorben. So, den kann man gar nicht. Den kann man nicht mal hauen. Es ist auch so dieses Trial and Error Prinzip. Oh Mann. Also, okay. Also, ich hätte mir schon ein bisschen gewünscht, dass die es ein bisschen. Vielleicht doch ein bisschen anders gestaltet hätten. Ey, das ist doch. Die machen. Ich kirre. Auch einfach nur Glück, ne, ob ich den jetzt erwische oder so, also weil ich habe jetzt nichts anderes gemacht. Ja, das kannst du mal schön vergessen. Und da unten. Boah, so mies. Dann sagt er mir einfach Retry. Oh man. Mit der Oma rede ich nochmal. Ja. So, sieht das so aus? Oh man. Also das ist schon geil und vor allem fällt es mir gerade auf, dass das trotzdem echt 7 zu 9 ist. Wie haben die das denn gemacht? Weil das Original-Game war aber 4 zu 3. Also. Dass es jetzt plötzlich 16 zu 9 ist. Haben die da, obwohl das Seitenverhältnis angepasst ist, also keine 1 zu 1 Übernahme des alten Gameplays, sondern es ist wohl ein bisschen intelligenter gemacht. Ja. Also eigentlich geht man diesen blöden Dinosauriern aus dem Weg. Ja, und wie kommt man da durch? Nicht. Nee. Oder kommt man da irgendwie durch? Nee. Ach, Mann.
haben. Oh, Mann. Oh, das ist so fummelig. Man driftet automatisch nach oben. Wenn nichts macht, driftet man nach oben. Oh, das ist so mies. Das ist so mies. Weil ja auch die Hitboxen so schwer sind. Der überschwimmen? Ne, könnte nicht. Oh, der schießt natürlich. Mach mich kill. Boah. Und ein Hit tot. Mach mich kill. Oh was, ich hab's nicht gesehen. Wie weit schießen die? Nein. Boah. Nee, also wer hat den heute? Oh nee. Ich glaube, es hackt, ey. Ich glaube, ich gehe erstmal feine Dinger mir hier vernichten. Also geht's da noch einfach nur darum, schnell wie möglich. Ja, und der verfolgt einen jetzt oder was? Ist aber weg, glaube ich. Nein, ich bin da auf den Flügel gefallen. Hier kommt man ja gar nicht hin, oder? Habe ich den Ring eingesetzt? Also. Nein. Aha. Der Ring bewirkt also das. Gar nicht so schlecht. Wie viel hat man davon? Unendlich. So, jetzt wird hier nicht lange gucken muss. Ja, der Ring ist jetzt weg. Ich habe zwei Leben. Das ist ein blöder Frosch. Also er schießt ein bisschen nach oben. Das heißt, wenn ich ganz unten bleibe. Nein. Mann, ey, das ist. Oh Mann, nee, mach mich kirre. Oh. Oh Mann. Oh Gott sei Dank ein Leben, ey. Oh Mann. Ach, dann ist ja dieses, wie nennen wir das denn? Dieses japanische, Ding, diese Reisbälle. Keine Ahnung. Hier kann man rein. Ich habe ein Level geschafft. Ah, hier kann man natürlich nicht den Scheiß kaufen. Nein! Ich habe es sofort gekauft. Na gut, dann bleibt. So, dann habe ich ja nichts. Ah! Boah, da ist es schon weg. Boah, toll. Oh, was? Ich hab das nicht. Oh, nee. Oh, du feins. Boah. Licht ist erst. Das ist echt. Peace. Ja, es ist echt so brutal, wie ich es in Erinnerung habe. Also es ist schon fies schwer. Wenn die jetzt irgendwas Unvorhergesehenes tun, dann bin ich auch platt, ne? Turned them out of sound, ja. Ich
frage mich halt nur, ob ich halt wenigstens das Level Progression halt behalten kann. Das wäre halt ganz nett. Also wenn ich jetzt nicht jetzt mal ganz von vorne anfangen müsste, weil das wäre so echt übel. Das ist Permadeath Modus. In diesen alten Games, das ist brutal hart. Also stammt ja aus seiner Zeit dieses Game Design, wo es halt noch sehr viele Arcades gab und da mussten die Spiele so schwer sein, damit man so sehr viel auf Leben basiert, dass man halt der Münzen einwirft in diese Spielemaschine und halt sein Kleingeld los wird. Ja gut, hier ist dann eh Schluss mit dem Motorrad. Okay. Boss. Oh je. Na, ich habe noch ein Leben. Na gut. Na okay. Dann kennt von Rock, Paper, Scissors, okay. Gleich, okay. Auch einfach Zufall, weil ist ja Zufall. Muss ich eigentlich nochmal die Hand nehmen. Also, so verfahre ich halt mit menschlichen Gegnern, aber. So, wenn ich jetzt sagen würde, jetzt würde er. Würde ich Schere nehmen. Ja, na bitte. Das war mal ein einfacher Bossfight. Oh Mann. Hat man irgendwie auch eine Übersicht? Options? Diet Onigiri. Achso, der Onigiri. Onigiri ist das, okay. Oder Hamburger. Ja, ich erinnere mich. Ich hatte das Spiel mit Hamburgern und da habe ich immer gelesen, dass sie das, für den westlichen Markt halt verändert haben, damit, damit man das versteht, weil diese Onigiri ja halt, kennt man ja nicht bei uns. Also mittlerweile vielleicht schon, weil alles globalisierter ist und man halt schon mal japanisch gegessen hat, aber das waren damals Hamburger, ja. Ein spanisches Omelette kann man noch wählen, Fish and Chips. Das ist ja sehr lustig. Hier kann man, oh, okay. Aber man kann es auch auf Deutsch machen. Nehmen wir nochmal Fish and Chips. Unendlich Leben. Unendlich Leben. Seht ihr das? Persönlich, aber du kannst nicht. Kannst dies nicht wieder deaktivieren oder bestimmte erfolgreichen Pistolen spielen. Ja, bist du sicher? Nee, oder nicht. Scheiße. Ring. Ring. Okay. Ring of Death. What? Können die töten? Den kann man nicht benutzen unter Wasser, den Ring. Man kann den nicht töten. Man kann den gar nicht benutzen unter Wasser, den blöden Ring. Boah. Was für Zufallsmustern bewegen die sich denn, ey? Hallo? Jetzt bitte? Ich finde es auch mit diesem einen einzigen Hitpoint halt ganz schön mies. Ich meine, Sonic hat wenigstens noch Ringe. Wenn man Ringe aufsammelt, dann hat man wenigstens einen Hitpoint weiter und kriegt er ständig Ringe. Heiliges Bimbamborium. Ich muss mir das mal anschauen in der Originalgrafik. Boah, sieht das scheiße aus. Das ist der Hammer. Oh mein Gott, ey.
so richtig in jeden einzelnen Pixel sieht, ne? Oh. Die sind fies. Ich finde die fies, diese. Fish and Chips! Fish and Chips! Und dann ist er auch tatsächlich Fish and Chips. Lustig. Stellen wir mal wieder, jetzt haben wir Onigiri, gegessen, jetzt haben wir Fish and Chips gegessen. Jetzt mal noch einen Hamburger und danach gibt es nochmal ein spanisches Bett. So. Ein bisschen abwechslungsreiche Diät hier machen. Das ist immer schön mit diesen roten Köpfen, dass man schön weiß, hier, hier stimmt's. Okay, was ist jetzt der Sinn hinter diesem. Nein! Was? Die blauen kann man kaputt hauen, das ist der Witz. Oh Mann, ist das eine fummelige Angelegenheit, ey. Ach komm. So Schnuppe ist das eigentlich. Auf die paar Münzen kommt es echt nicht an. Aber allein so ein Ding zu treffen, also. Ja. Ja, also. Nee, also. Viel Ende. Steht noch unten, wenn das Spiel zu schwierig findest. Nö, ja, ist ja schon gut. Oh Mann, ey. Unglaublich. Kann man versuchen. Ja! Ach, du musst es. Nein! Ach, jetzt ist die. Es ist aber auch. Das ist weg. Nein! 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 Das ist ja nicht. Und dieses Rutschding, ne? Also. Ist sowas von nicht präzise auf diesem. Der rutscht da hin und her. Also, das finde ich echt ein bisschen bekloppt. Oh mein Gott. Nein! Oh, jetzt sehe ich erst unten die Lava und das unten diese scheiß Ikone. Mann. Ist allein so ein harmloser Level. Bam. Komm her. So an. Das ist auch strange, ne? Also, gut, hier sehen, das sieht es echt so aus, also die haben versucht, die Tiere ein bisschen realistischer darzustellen. Hier ist es echt so Comic. Aber, also allein schon Gameplay-mäßig, also Level-mäßig. Was ist denn das? Was sind denn das für rote Kugeln? Was sind das für blaue Kugeln? Was stellt das da? Das sind einfach da. Eine Wahl. Ja. Alex Kidd, ja gut. Also, ich meine, kann sich, muss auch bedenken, also, hat sich echt keinen schlauen Namen einfallen lassen für das Game, ne? Also, well, ist ein Kind, wie nennt man das? Alex, so. Alex Kidd. Alex Kidd. Das ist halt ein bisschen. Ey, er ist ein Hamburger. Oh Mann, okay. Als nächstes essen wir spanisches Bett. Oje. Oje. Also da, hier sieht es noch gruseliger aus. Das sieht so irgendwie so beruhigender, einfacher aus, ne? Und die alte Grafik so. Oh, okay, man kann schieben. Nein. Nein. Machst du Witze? Nö, das war so cool. Oh, jetzt habe ich das Geld unten nicht mitgenommen. Also. So ein scheiß Unterwasserlevel wieder.
Geht das Omelett sieht aber echt langweilig aus. Ich glaube den. Nee, was habe ich denn da gesammelt? Irgend so ein Sammelobjekt. Aber glaube ich alles. Oh, gegessen, ne? Onigiri. Achso, Shop. Kaufen wir uns wieder ein. Achso, jetzt kann ich wieder so ein Flugzeug kaufen. Zumindest weiß ich jetzt, wie es geht. Leben braucht man nicht. Was ist denn da das? Unsere Kugel. Ja, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es einfach nochmal. Also nicht irgendwo oben gegenstoßen. Smash. Ja, so geht es. Aber also sieht leichter aus, als es, glaube ich, ist. Aber ich traue mich nicht, das scheiß Ding anzuschießen. Das muss ich mal einsammeln. Okay. Oh, Gott sei Dank. Ah, die Story kann man jedenfalls so nicht weitermachen. Aber hier muss man sein Ding, glaube ich, wieder aufgeben. Und wie? Muss man da jetzt da rein? Nein, was? Nein! Ich hätte wahrscheinlich nach oben. Nach oben einfach müssen, also, ja. Oh, so hektisch ist, bin ich gar nicht mehr gewohnt. Oh. Na, da kommt wieder Schere, Stein, Papier, sag ich euch. Nein! Immer noch. Schon ein bisschen. Wo, was? Ein Bulle, nein, ich hab Angst. Boah. Ah, ich hab's sofort geahnt. Boah, okay. Ey, ich hab ein Achievement bekommen. Wuhu. Das ist das erste Achievement, das ich für das Game bekommen habe. So, eine Runde spiele ich noch. Ich glaube, es ist gut, dass ich nur noch eine Runde spiele. Wenn ich dieses Level hier schon sehe, dann krieg ich schon. Dann werde ich schon nervös. Aber echt nervös. Oh Mann! Oh. Macht mich da nicht so fertig. Oh nein! Wow, das ist aber fies, ey. Ach du Heilige. Heiliger Strohsack. So designt es vor, um einen Kirre zu machen. So, dass wir die erstmal durchflattern. Versuche die zu wischen. Oh, nein! Das ist so schwer! Es ist echt. Es ist echt schwer. Es ist echt. Weil der hat ja mal eine Sekunde, wo der nicht hauen kann. Das heißt, man muss schon sau präzise sein. Scheiß Spur. Oh. Ah, Mann, ey.
schau halt, ob da nicht noch eine Fledermaus kommt oder so ein Scheiß. Was ist denn das? Also die kriegt man nicht kaputt, nur da. Ja, nee, das, also, wie soll ich denn das schaffen? Ich habe das ja noch nie geschafft. Ich kann mich ja nicht bücken. Ich kann bückend nicht weitergehen. Also, oh, Mann. Komm her. Moin. Nein. Ich hab's kommen sehen. Aber es ist auch so furchtbar rutschig. Es ist so rutschig, der Scheiß. Es ist unglaublich. Ich versuche noch. Oh. So, letzter Versuch, ey. Letzter Versuch. Danach. Aber echt Ende Gelände, ey. Oh. Mein Gott, ich wusste gar nicht, was ich mir antun würde, als ich das scheiß Spiel gespielt habe. Ich würde den Controller am liebsten in die Ecke schmeißen. Oh, Mann. Nichts für Leute mit. Frustgrenze, aber wie gesagt, ich glaube, ich kann das Spiel zumindest ausmachen und wieder an der Stelle weitermachen. Ah, da kommt diese blöde Fledermaus. Das kommt man nämlich früher nicht. Boah, wild. Mal wieder in der Passage. Wow, ich hab die Fledermaus. So, wie mache ich das jetzt? Oh, das ist aber auch mehr Glück als Verstand. Wenn die jetzt noch untergehen, die Steine, hab ich echt geliefert. Oh Mann, und da kommt noch eine Fledermaus. Hatte ich Glück. Ist vorbei. Es gibt wenigstens auch ein paar Checkpoints, also wenigstens ein bisschen. Dieses Einzige, was man spielen kann, ne? Also so straight durch und los. Und dann gibt es noch klassischer Modus, also wo man halt echt wahrscheinlich nur permanent. Boah, heiß. Schon sehr, sehr fies. Also, ich glaube, ihr hattet einen kleinen Eindruck ins Spiel und es ist halt echt nur für Retro-Fans wirklich was. Also, es ist schon richtig, richtig brutal. Wer damit was anfangen kann, bitte gerne. Also, es ist dann doch krasser, als ich in Erinnerung hatte. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.